Warte mal, Feuerstein? Oha, er hat uns einfach erkannt. Werden wir jetzt gescammt? Who knows? Was? Freunde, willkommen zum weiteren Video auf meinem Kanal. Heute haben wir 3 Skyboss Texture Packs auf Fiverr gekauft. Das Ganze von 3 verschiedenen Verkäufern auf Fiverr für jeweils $5 pro Texture Pack. Ey, stopp, bevor du durch das Video durchskippst. Ich verlose unter einem der Kommentare unter diesem Video ein beliebiges Pack von diesen 3. Und das Einzige, was du dafür tun musst, um zu gewinnen, ist in die Kommentare schreiben, was dein Lieblingsessen ist. So Leute, hier ist der erste, bei dem wir was bestellt haben. Und zwar Oreo 15, 4,6 Sterne, 8 Bestellungen, 2 Bestellungen in der Warteschlange. Einer davon bin ich. Und wir haben hier das Basispaket, 4,39 €. 3 Tage Lieferzeit, eine Revision und 16x16. Fand ich gar nicht so bad, auch wenn ich mal die Rüstung hier anschaue, sieht eigentlich ganz cool aus. Er wollte wissen, welche Farben wir benutzen, ob wir irgendwelche Beispielpacks kennen, kurze oder lange Schwerter. Ja, und dann noch so extra Stuff. Diesen Text hier habe ich übrigens allen 3 Verkäufern genauso copy-pasted, damit ich schaue, wer mit diesen Anweisungen am meisten anfangen kann. Ja, der zweite ist der liebe RBX-Account, 3,7 Sterne. Auch bei ihm haben wir ein 16x16 Pack gekauft, also das Basispaket genommen. Ein Tag Lieferung ist wirklich crazy schnell. Sieht hier ganz nett aus. Ob er die Himmel selber gemacht hat? Er hat eigentlich nur noch Farben gefragt. Und als drittes haben wir mal einen krasseren Verkäufer genommen, und zwar den lieben Ben Q, Level 1 Verkäufer. Wow. 4,8 Sterne, 88 Rezensionen und der Homie ist natürlich deutsch. Ja, und seine Screenshots sehen echt nice aus, also schaut euch das mal an, hier ist ja crazy, holy moly. Ja, und bei ihm kann man eben sogar mit dem Basispaket aussuchen, ob es 16x16 oder 32x32 ist. Ich habe jetzt mal 16x16 genommen, um es einfach vergleichbar mit den anderen 2 Konkurrenten zu machen und wir schauen, was er so nach 5 Tagen Lieferzeit und einer Revision so hinkriegt. Dieser Verkäufer wollte ein bisschen mehr wissen, also ich habe ihm erstmal gesagt, Modi, Skywars und UFC, dann halt den Text, den ich bei jedem auch geschrieben habe, also bei allen 3 Verkäufern, dann den Namen vom Pack, Version 189, Farbthema Orange-Lila und die Auflösung 16x16. Wir testen direkt das erste Pack aus, das wurde uns nach nicht mal 2,5 Stunden geschickt, das ist wirklich crazy. 5-$5 Pack vor SW-Zerstörer 2011. So, erste Runde EP, erkenne ich schon direkt von einem anderen Pack, lull, aber sonst sieht eigentlich alles recht clean aus. 16x16, was soll man noch erwarten? Ganz ehrlich, es geht echt klar. Wir haben hier eine lilane Dia-Rüstung, yeah. Genauso wollten wir es ja auch eigentlich haben, so haben wir es ihm ja auch befohlen. I guess sonst hat er nicht viel geändert. Es sieht mir eher aus wie so ein 16x16 Default Pack, was er einfach vom Internet genommen hat und einfach ein bisschen recolored hat, muss ich ehrlich sagen. Dia und Gap sehen eigentlich ganz cool aus. Ist jetzt nicht so 100% mein Geschmack, aber kann man mal machen auf jeden Fall. Ist auf jeden Fall playable. Und der Himmel, naja, das wollte er natürlich nicht machen für das Geld. Ist okay. ja, ich bin traurig, dass es nicht so ist, weil der Himmel ist eigentlich immer so was Nices, worauf man sich am meisten freut bei so Packs. Meiner Meinung nach ist das immer sehr, sehr wichtig bei so Packs. Die Partikel sind lila und orange. Das ist übel nice. Holy shit. Also für $5 kann man sich da echt nicht beschweren. So, ansonsten sieht eigentlich alles recht clean aus. Dia-Stuff ist auch lila. Gefällt mir eigentlich recht gut, muss ich sagen. I Devour Children, Monka S. Yalla. Yippie! Was machst du? So, von der Axt ist auch orange. Das haben wir gar nicht in einer anderen Runde gesehen. Aber ich finde eigentlich im Großen und Ganzen, Freunde, kriegt das Pack von mir eine gute 6. Einfach, weil ich weiß, dass es halt nicht selbst gemacht ist, weil der es innerhalb von 2,5 Stunden mir abgeschickt hat. Und naja, gut, was erwartet man da auch? Ist jetzt auch gar nicht böse gemeint. Natürlich hat er einen guten Job geleistet. Hey, willkommen zu einem neuen YouTube-Video. Was geht ab, was geht ab? Tschüss. So, du bist noch hier weg und dann nehmen wir direkt das nächste Pack in Angriff. Yalla! Und... jawohl. So, ich erstmal hier 3,5 Sterne. Very good Pack Designer dabei ist. Und er hat mir einfach geschrieben. Warte mal, Feuerstein? Oha, er hat uns einfach erkannt. Grüße gehen raus. So, Freunde, das dritte Pack ist immer noch nicht angekommen. Das heißt, wir müssen jetzt nochmal warten bis auf den nächsten Tag. Und wir sehen uns dann, wenn er sich gemeldet hat. Ah, er müsste heute geliefert werden. Als zweites Pack haben wir das Bing Bong. Mit dem Fiverr-Icon von BenQ. Yo, wir sind in der dritten Runde, I don't know, mit dem zweiten Pack aber. Und es sieht echt eigentlich nice aus. Der Gap sieht aber Standard aus. Das ist mal direkt ein Minuspunkt, mein Freund. Ja, boah, der Himmel ist orange. Okay, ich nehme alles zurück. PogChamp, Big Pack, nice. Also, die Rüstung ist orange mit einem leichten, pinken oder lilanen Fade. Was ist das für eine EP? Ah, chillig, nice orangener Gap. Nee, aber bis auf diese 2 Minuspunkte, die ich da jetzt anzumerken habe, whatever. Finde ich eigentlich, sieht das Pack cool aus. Also natürlich ist die EP, lol, war das close, holy shit. So, komm her, zack. Und mit einem mit unten. Aber habt ihr eben gerade gesehen, die Partikel sehen echt nice aus. Also muss ich echt sagen, für 5 Euro, Alter, da kann man sich echt nicht beschweren. Hätte ich nie, wirklich niemals gedacht. Freunde, können wir das mal lassen, das Ganze? Ich finde auch die Hotballs übel sick und das Inventar generell alles zusammen. Einfach übel, übel nice, passt übel gut zusammen. Ich würde sagen, das Pack kriegt von mir eine 8 aus 10. Jawohl.
Ja, vor über 24 Stunden hätte er es abliefern müssen. Hat er nicht. Werden wir jetzt gescammt? Who knows? Ich habe ihn jetzt mal geschrieben. Should I call the ambulance? Also soll ich den Krankenwagen rufen? Weil anscheinend ist er tot, eingeschlafen oder was auch immer. Keine Ahnung, geflüchtet. Hoffen wir mal, dass er sich bis morgen meldet. Was ein Schlingel. In der Zwischenzeit hat sich sogar der hilfsbereite Typ vom zweiten Video nochmal gemeldet. Ich habe eine Revision beantragt, dass er die EP lila macht. Und das hat er gemacht und hat uns direkt das Pack geschickt. Ich werde es dann nochmal umbenennen. Deswegen habe ich ihn auch direkt hier bewertet. Kommunikation mit dem Verkäufer. 5 Sterne. Dienstleistung wie beschrieben. 5 Sterne. Erneut kaufen und empfehlen. 5 Sterne. Freunde, schlechte Neuigkeiten. Wir wurden gescampt. Ne, for real. Also, der Typ hat uns nichts mehr geschickt. Ich habe jetzt nochmal einen Tag gewartet. Es ist nichts gekommen, Freunde. Das heißt, wir wurden abgezogen. Chillig. Schreibt doch mal gerne in die Kommentare, Freunde. Was ist denn euer Favorite Pack von den zweien? Lul. Schön gecleant. Wer backsteppt mich, ne? Wer backsteppt mich? Wie, du auch noch? Was? Und damit würde ich sagen, Freunde, sind wir am Ende des Videos angekommen. Grüße an ZAxis, ein Viewer von meinem Twitch-Kanal. Apropos Twitch, folgt mir, Feuerstein Live. Yeah, absolut nice Sache. Und Leute, join auch gerne meinem Discord-Server. Zweiter Link in der Videobeschreibung, da chill ich mit euch und der Community gemeinsam. Und ich würde sagen, haut rein und ciao, ciao.